Wir sind letztes Mal ein bisschen hängen geblieben, eigentlich auch wieder die E-Mails gelesen und hat Alice auch wieder per E-Mail darauf hingewiesen, dass man so gerade auch für Passwörter und so zahlen, sehr wichtig sind für Daten. Aber ich kam ehrlich gesagt nicht ganz so drauf, um was es genau geht. Jetzt, bin ich wieder hier. Ich bin noch mal versuchen mit seinem Geburtsdatum und Zitronen. Jetzt würde ich nämlich gerne versuchen, herauszufinden, wo was wichtig war. Ne? Also heute ist der Geburtstag, am 18. Geburtstag. Kino, mit der sich aber noch seinen Vater, sein Geburtsdatum eingegeben auf beide Arten und Weisen. Ich habe mich leider ein bisschen wichtig gemacht. Das ist ja auch nichts. Es wird irgendein Datum sein. Naja, mir ist es eingefallen. Aber ich versuche nicht. Oder außer, gehen sie ja viermal weg. Er ging ja nicht mit. Buchmeister. Diese Buchmesse ist ja, das ist irgendwie eine Lüge von ihm. Er liest ja nicht mehr, das hat ja viel geschrieben. Das ist etwas, wo er zwar weg fuhr, aber sicher nicht zu einer Buchmesse, was auch immer es war. Er blieb ja dann auch länger. Diese Buchmesse ist ja. When you don't live and trust in what you're gonna do, and you don't even believe it's you, never dream you are stuck on your mind, but you know you can't get through. So come on, get out the smile. What's going around? Scurrying around. What's up? Scurrying around. Ich bin 18 Jahre. Weiblich, glücklich, nett und habe blaue Augen. Ich mache Brettspiele-Jazz. Ich lese nicht so viel. Ich komme gerade aus einer schwierigen, komplizierten Beziehung. Die Beziehung, was ich hier suche, weiß ich noch gar nicht so genau. Die große Liebe vielleicht, ob man sowas in den Händen finden kann. Ich bin jetzt im Text, aber weiblich. Scheiße. Weil er macht ja nicht den Eindruck, dass er irgendwie so ein... Er lügt ja nicht gerne, also wird das die Wahrheit. Ach du Scheiße, ja. Moment. Fangen unten an. Das ist halt, das kennen wir. Lesen. Nice guy. Hallo, dein Profil sieht interessant aus. Ich würde dich gerne kennenlernen. Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Ich komme gerade aus einer Beziehung und bin erstmal nur auf der Suche nach neuen Freunden. Alles klar. Jon. Hallo, ich heiße Paul und ich bin neu hier. Ich suche eine Frau, die sich ein volles Leben wünscht, mit mir Kinder haben will. Eine große, schöne Familie wäre mein Traum. Meine Frau würde ich mein Leben lang auf Händen tragen und alles dafür tun, dass sie glücklich ist und sich wie eine Prinzessin fühlt. Ein paar Worte zu mir. Ich bin sympathisch und habe ein festes, gutes bezahltes Anstellungsverhältnis. Ich mag schöne Frauen, ins Kino gehen und gute Restaurants. Leider ist es im Moment nicht möglich, dass wir uns persönlich treffen. Ich lebe in Elikastan. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, lasse ich dir meine Telefonnummer zukommen. Dann können wir uns unterhalten und uns besser kennenlernen. Gerne hätte ich ein Foto von deinem hübschen Gesicht und natürlich würde ich dir auch Bilder von mir mit Familie schicken. Bitte antworte mir. Mehr ist auch suspekt, ne? Ja, cool. Hallo Süße, dein Profil fasziniert mich. Es sagt so vieles aus. Ich frage mich, wer sich hinter diesen schönen Worten verbirgt. Schade, dass du kein Foto hast. Ich würde gerne deine Augen sehen und dein bezauberndes Lächeln. Hast du eine Webcam? Lebst du in der Nähe oder bist du nur zu Besuch? Ich habe eine große Wohnung. Alles klar. Hast du ein Foto? Was ist das jetzt gewesen?
Wollen wir uns treffen? Ich bin nett und suche Spaß, vielleicht auch mehr. Bin gut ausgestattet. Alles klar. Hallo Phil, Freddy. Ist Phil dein echter Name? Ich heiße Sam. Cool, ja, ich heiße Phil. Hä, wo bin ich jetzt gelandet? Moment, jetzt habe ich irgendwie gerade neu hier. Dein Befehl. Okay, alles klar. Jetzt habe ich irgendwie gerade, was hast du, ein Foto? Treffen, bla bla bla. Okay, das stimmt. Doch, ich bin richtig. Da hat er jetzt aber geschrieben. Hallo Sam, bring er das. Ist Phil dein echter Name? Ich heiße Sam. Cool, ja, ich heiße Phil. Dann hoffe ich, dass du mit Nachname Free heißt. Das wäre jedenfalls total lustig. Hey, ja, ich hoffe, nicht nur mein Nickname hat deine Aufmerksamkeit geweckt. Nee, mir hat dein ganzes Profil gefallen, besonders weil du so offen damit umgehst, dass du bisexuell bist. Und weil du gegen jede Form von Diskriminierung bist. Dein Profil ist ganz anders. Also, jetzt muss ich noch einen Moment ausschalten. Dein Profil ist ganz anders als die anderen. Ich jedenfalls kriege Lust, es mehrmals zu lesen. Vermutlich, weil es etwas Positives ausstrahlt. Da werde ich ja ganz rot, danke. Ich mein's ernst, dein Profil ist inspiriert und ich finde dich sehr mutig. Naja, so mutig ist es dann auch wieder nicht, im Internet unter Pseudonym ehrlich zu sein. Im echten Leben ging es mit dem zu mir stehen nicht ganz so schnell. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ach so, und wie hast du das gemacht? Dass du auch im echten Leben offen sein konntest? Meine Freunde aus dem LGBT-Zentrum in meiner Stadt haben mir sehr geholfen. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Von ihnen habe ich mich verstanden gefühlt. So habe ich immer gemerkt, dass ich gar kein seltsames, abnormales Etwas bin, sondern dass ich einfach akzeptieren muss, dass ich bin, wie ich bin. Hehe, was LGBT ist, musst du mir gar nicht erklären. Ich gehe auch selbst ins LGBT. Ach so, okay. Dann wäre das wahrscheinlich jetzt das ein Leseunterrichtbuch. Ja. Ah, bist du auch bisexuell? Das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Jetzt muss ich aber los. Bei mir kommt morgen großer Familienbesuch und da sollte ich heute nicht zu spät ins Bett. Okay, bis die Tage. Hey Sam, wie geht's? Wie war dein Familienbesuch? 28 Tage. Kurz schon. Hallo Phil, ehrlich gesagt, nur nicht so toll. Was passiert? Naja, sagen wir, ich komme aus einer ziemlich konservativen Familie, die mit dem ganzen Thema nicht wirklich offen umgeht. Verstehst du, was ich meine? Total. Du hast also dich outen wollen und das ist schiefgegangen. Oh nein, das brauche ich nicht mal zu versuchen. Die würden mich sofort hochkant vor die Tür setzen. Autsch, das ist natürlich mies. Meinst du echt, es würde sie so sehr stören, dass ihre Tochter halb bisexuell ist? Tja, das würden sie vielleicht noch durchgehen lassen. Wenn sie allerdings wissen, dass ihr Sohn in Wirklichkeit eine Tochter ist und noch dazu womöglich bisexuell, da sieht die Lage schon anders aus. Ah, verstehe, du bist eine Transfrau. Das hättest du mir gar nicht. Das hast du mir gar nicht gesagt. Tut mir leid, schockiert dich, das stört dich. Nö, gar nicht. Ich wäre der Letzte, der dich deswegen verurteilt, versprochen. Einige meiner Freunde im LGBT-Zentrum sind ebenfalls trans und da bekomme ich mit, wie ätzend der Alltag für sie manchmal sein kann. Familie ist eine Sache, aber die Meinungen und Kommentare von anderen sind nochmal ein neues Kaliber. Viele Leute nehmen sich plötzlich das Recht heraus, ungefragt ihren Senf dazu abzugeben, wie meine Freunde ihr Leben leben, Leute, die sie oft nur ganz flüchtig kennen. Echt, zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel einen Freund, die immer wieder auf der Straße angequatscht und gefragt wird, ob sie ein Mann oder eine Frau ist, als würde die Antwort darauf irgendetwas ändern. Oder ein anderer Freund von mir, wenn er neue Leute kennenlernt und dann irgendwann erzählt, dass er trans ist, bekommt er oft Fragen nach dem Motto, wie läuft es denn eigentlich beim Sex? Sowas fragt man doch niemanden, den man eben erst kennengelernt hat. Aber sobald die Leute wissen, dass du trans bist, meinen manche, sie können sich alles erlauben. Das klingt echt nicht so toll. Zu mir hat noch kaum jemand was gesagt, aber das ist wohl bloß, weil ich mich noch bei fast niemandem geoutet habe. Es ist schwer, sich zu akzeptieren und ehrlich zu sich selbst zu sein.
Aber der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Ich finde es schwierig. Ich bin noch so jung, finde ich. Ich fühle mich insgesamt nicht wohl in meiner Haut. Aber mein ganzes Umfeld weiß davon nichts. Meine Eltern sind nicht gerade tolerant und sie denken, ich sei der perfekte Sohn. Dein Umfeld, sagst du? Hast du schon mal versucht, mit irgendjemandem darüber zu reden? Ja, mehr oder weniger, mit ein paar Leuten. Sorry, das geht mich auch gar nichts an. Ich wollte nur helfen, aber wir müssen nicht darüber reden, wenn du nicht willst. Nein, also doch, ich will gerne mit dir darüber reden. Ich habe das Gefühl, dass du mir zuhörst. Bei dir fühle ich mich sicher. Meine Eltern kann ich mich auf keinen Fall anvertrauen. Sie lieben mich nicht für das, was ich bin, sondern für das, was sie wünschen, dass ich wäre. Also wenn du mit deiner Familie wirklich gar nicht reden kannst, gibt es durchaus LGBT-Zentren, die Unterkünfte vermitteln. Gerade für Jugendliche, die von zu Hause rausholen müssen. Oh, echt gut zu wissen. Hast du Freunde, denen du dich anvertrauen kannst und die wissen, dass du trans bist? Meine beste Freundin Alice weiß Bescheid. Ihr kann ich vertrauen. Oh, das ist schon mal eine Erleichterung. Erzähl mir ein bisschen von ihr. Sie ist mir direkt sympathisch. Ich habe sie vor einer Weile in einem Brettspieltreff kennengelernt, wo ich sonntags immer hingegangen bin. Die Sache ist die, ich bin da immer als Mädchen hingegangen. Ach du Kack! Ach du Scheiße! Ach Mann, jetzt, hey! Ich habe mich Samira genannt und habe sogar immer eine Perücke getragen. Wow, mutig, mutig, cool, dass du dich das getraut hast. Danke. Allerdings ist das am Ende ziemlich schief gegangen. So eine dumme Nuss hat herausgefunden, wer ich bin und hat mir gedroht, mich bei den anderen auffliegen zu lassen. Seitdem gehe ich nicht mehr hin. Ah, jetzt geht natürlich auch langsam alles auf. Mensch, wie krass ist das denn? Lass es nicht mit dir machen. Hast du dich sonst noch wohin gewandt? Also nicht nur an das LGBT-Zentrum und deine Freundin Alice? Vor ein paar Monaten hat mir von meinen Freunden jemand ein Forum für junge Transgender empfohlen. Es ist ziemlich neu und ziemlich klein, aber die Leute scheinen echt nett zu sein. Das Forum kenne ich, ich bin sogar selbst Mitglied. Kann sein, dass ich mit deinen Freunden selbst schon zu tun hatte. Möglich wär's. Wenn du magst, frage ich mal nach, ob du von ihnen eine Einladung zum Whip-Bereich des Forums bekommen kannst. Oh, danke, nicht nötig, da bin ich schon drin. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du aussiehst. Ich würde richtig gerne ein Foto von dir sehen, auf dem du lächelst und dich gut in deinem Körper fühlst. Oder mit deiner Perücke. Natürlich nur, wenn das für dich okay ist. Nicht kein Thema. Es gibt nur ein Foto, wo ich finde, dass ich hübsch aussehe. Ich muss es bloß finden. Von meinem Telefon habe ich es gelöscht, aber irgendwann hatte ich es mal bei BU gepostet. Ich durchforste doch nochmal das Forum, um es wiederzufinden. Aber nur, wenn du mir auch eins von dir schickst. Deal. Sieh Ahnung, bist du nicht. Du bist echt süß, Phil. Besten Dank, mein Holger. Jetzt bist du an der Reihe. Entwurf am Tippen. Wolltest du mir nicht eigentlich das Bild schicken, auf dem du dich hübsch findest, das mit der Perücke? Welches mit der Perücke? Das mit deiner Freundin. Wo ist denn das? Okay. Moment. Nein. Nein, ich will immer mit Escape zurück. Wir müssen
habe ich nämlich...